Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 12, zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein hessisches Ausführungsgesetz zum Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung zum Strafverfahren. Berichterstattung, Frau Kollegin Hoffmann, Sie haben das Wort. Herr Kollege Rudolph. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Beschlussempfehlung und Bericht des Rechtspolitischen Ausschusses zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung für ein hessisches Ausführungsgesetz zum Gesetz über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren, Drucksache 19-3470. Der Rechtspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum einstimmig, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Herzlichen Dank. Aussprache erfolgt keine. Dann frage ich, wer den Gesetzentwurf in zweiter Lesung annehmen will, den bitte ich das Handzeichen. Dankeschön. Niemand dagegen? Enthaltungen? Alle Fraktionen haben zugestimmt. Damit ist das Gesetz angenommen und wird der Entwurf angenommen, wird hier zum Gesetz erhoben.